Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum 10. Teil My First Trade. Und wie versprochen, heute geht es um Darstellung der Kurse. Und wir fangen an bei den beliebtesten Darstellungen ja, als Trader, nämlich bei den sogenannten Candlesticks, Candle-Formation. Wir werden uns heute zwei Dinge uns näher anschauen. Und dazu habe ich schon etwas vorbereitet, damit wir auch nicht so viel Zeit verlieren. Und Montagsmaler hier. Also ich habe hier zwei Kerzen, zwei Candlesticks. Erstmal wichtig natürlich, auf was für eine Zeitebene man tradet. Also Minute, 5 Minuten, Stunde, 4 Stunden, Tages-, Wochen etc. Denn ein Körper von diesen Candlesticks zeichnet dann eben halt die jeweilige Zeitebene ein. Das heißt, wenn das jetzt eine Stundenkerze ist, ja, dann ist es ganz, ganz wichtig, da steigen wir auch tief rein, ist immer hier unten der Eröffnungskurs, hier unten, hier dort der Schatten oder dort unten ist der Tief und wenn die Kerze, wenn die Bullen reinkommen, die Käufer, dann entwickelt sich die Farbe grün, 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 dann ist das hier oben, dieser Knupsi dort oben ist das Hoch und das ist der Schlusskurs. Was sieht man also hier? Dass der Eröffnungskurs hier unten war und hier kamen sehr viele Käufer rein, Käufer rein, Käufer rein. Wir haben sogar einen Hoch gemacht und haben hier oben geschlossen. Als Trader würde man diese Kerze für bullish bezeichnen. Das bedeutet, es sind hier wirklich Käufer im Markt. Wie gesagt, umso höher die Zeitebene, Stunde, 4 Stunden und Tagesbasis, sogar noch darüber, Wochen- oder Monatsbasis, umso aussagekräftiger ist natürlich so eine Darstellung. Wenn wir das Ganze auf einen Minutenchart nehmen, dann ist das sehr, sehr schwammig. Also wenn wir uns jetzt mal auf einer Stunde, 4 Stunden so eine Kerze anschauen, dann ist das eine sehr, sehr bullische Kerze. Das heißt, Käufer haben Lust, in den Markt einzusteigen. Auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, hier eine rote Kerze. Und wie soll das anders sein? Die rote Kerze fängt hier oben an zu starten, läuft nach unten und schließt hier in diesem Bereich. Dann haben wir nochmal ein Tief, das Stück kommt wieder zurück. Hier war dann auch nochmal eine Gegenbewegung, aber das ist hier, meine Damen und Herren, allein schon aufgrund der Farben, und deswegen wird sie sehr häufig auch oder sehr, sehr beliebt ist, wird diese Darstellungsform als eine Shortkerze bezeichnet. Das sind die beiden Klassiker. Darauf würde ich auf jeden Fall achten, wenn ich in einem Trade einsteige. Wenn ich Long einsteige, ist die Farbe A grün. So einfach, wie es klingt. Oder wenn ich Short einsteige auf fallenden Kurs, ist die Kerze wirklich einen vernünftigen Körper, dann würde ich hier Short einsteigen. Die nächste Formation, die ich mitgebracht habe, und wir brauchen gerade am Anfang nicht so viel Wissen, ja, ist der klassische Hammer. Ja, wow, nicht der Hammer, wo wir zu Hause mit hämmern, sondern Hammer bezeichnet man diese Darstellungsform. Und wir sehen hier, wir haben eine rote Kerze, wir haben eine zweite rote Kerze und jetzt sehen wir hier eine Kerze, die hier unten, wo das Tief war, und was sehen wir? Hier kommen immer mehr Käufer rein, immer mehr Käufer rein, immer mehr Käufer rein. Hier ist der Eröffnungskurs und da ist der Schlusskurs. Und diese Kerze würde man dann wirklich als Hammer bezeichnen und sie würde hier, wenn ich den Fall reinlege, von der Prognose her und würde der Markt eher steigen. Das heißt, wenn ich so eine Kerze habe, würde ich Ihnen nicht empfehlen, Short einzusteigen. Ja? Sondern diese Kerzenformation und gerade auf den oberen Zeitebenen, das können Sie mal vielleicht für das nächste Video, für nächste Woche mal reinposten, Tagesbasis, Wochenbasis. Wenn Sie so eine Form haben, das heißt ein Abwärtstrend und so eine Kerze, so ein Hammer, wow, dann ist das eine schöne Umkehr. Die würde ich traden. Und mal als Tipp, wenn man mit Stop-Loss arbeitet, kann man den Stop-Loss wunderbar hier unten rein platzieren unter dem Tief und versuchen dann diese Aufwärtsbewegung zu traden. Die andere und letzte Form, die ich heute mitgebracht habe, meine Damen und Herren, ist, wir haben also eine grüne Kerze, zweite grüne Kerze, dritte grüne Kerze. Und jetzt werdet ihr schon allmählich nervös einzusteigen und dann kommt diese Kerze hier. Und hier war zwar das High hier oben, hier war das Hoch, aber der Markt geht runter, 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 runter. Und ihr seht hier, Eröffnungskurs, Schlusskurs. Und diese Kerze würde man umgekehrt nehmen als Shooting Star. Und das würde bedeuten, hier, man würde auf feinen Kurs gehen. Das heißt, wer jetzt einen Tag, zwei Tag, nach dem dritten Tag sich entscheidet, Long einzusteigen und nur diese Kerze betrachtet und nicht mehr diese, ja, das wird gefährlich. Ich würde diese, genauso wie eben auch im anderen Beispiel,
als Einstiegssignal nehmen, um eine Trendumkehr zu traden. Halten wir fest, meine Damen und Herren. Die einfache Darstellungsform, allein schon von der Farbenlehre, grün oder rot, schwarz oder weiß, reicht schon aus, um festzustellen, ob Dynamik im Markt ist. Ja, und ihr könnt euch in jeder Software das so einstellen, von der Farbenlehre grün und rot und schwarz und weiß und was auch immer, ja, um das besser zu erkennen. Ich habe es in dieser Form gewählt, weil grün eben das Zeichen ist für Long und rot eben halt für fallenden Kurs. Das war der Einstieg. Wir nähern uns immer mehr zu unserem ersten Trade, aber trotzdem, das ist Basiswissen und aus dieser Candlestick-Pattern, wie man so schön sagt, gibt es hunderte Formationen. Aber wenn ihr diese erstmal verstanden habt und gerade das hier oben, diese Umkehr, mal ein Auge drauf werft, dann werdet ihr sehen, wow, das funktioniert wirklich ganz gut. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche im 11. Teil.